Herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. In diesem Video gebe ich dir verschiedene Tipps und Tricks mit welchen du einen guten Start in Helldivers 2 haben wirst. Und zum einen gehe ich hierbei auf Basics ein, aber auch auf Tipps, welche für fortgeschrittene Spieler sehr interessant sein können. Und mit dieser Info geht es jetzt auch direkt mit den ersten Infos beim Holotisch los. Im Laufe von Helldivers 2 wirst du verschiedene Schwierigkeitsgrade freischalten. Hierbei ist es übrigens wichtig zu wissen, dass du manche Proben nur auf bestimmten Schwierigkeitsgraden finden kannst. Jetzt gerade kann man es ja sehr schön sehen. Auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden kannst du nur die grünen Proben finden und ab anspruchsvoll sogar die orange. Was du letzten Endes mit diesen Proben dann machen kannst, erkläre ich dir zu einem späteren Zeitpunkt im Video. Jetzt geht es aber erstmal mit der Landung weiter. Hier würde ich dir generell immer dazu raten, nicht direkt in der Nähe des Hauptzieles zu landen, sondern etwas weiter weg bzw. dort, wo du optionale Ziele starten kannst. Das Praktische an dieser Herangehensweise ist natürlich, dass du dir auf diese Weise zum einen einige Laufwege einsparen kannst und zum anderen wirst du dadurch einfacher auf optionale Sehenswürdigkeiten treffen. Und was dir diese Sehenswürdigkeiten bringen, erkläre ich dir später. Nachdem du gelandet bist, würde ich dir generell immer dazu raten, direkt deine Nachschub-Taktikausrüstung anzufordern. Zum einen hast du dadurch natürlich direkt eine zusätzliche starke Waffe zur Auswahl, außerdem wird dadurch direkt die Cooldown-Zeit getriggert, wodurch du diese Ausrüstung zu einem späteren Zeitpunkt schneller anfordern kannst. Und mit dieser Info geht es jetzt mit der Navigation weiter und hierfür drückst du jetzt einfach die Taste, wo rechts im Bild zu sehen ist. Auf der PS5 ist es das Touchpad und nachdem du die Karte geöffnet hast, kannst du dich unter anderem am Kegel orientieren. Das bedeutet dann letzten Endes für dich, dass du dich immer in die Richtung bewegst bzw. schaust, in welche der Kegel ausgerichtet ist. Wenn ich beispielsweise zum optionalen Ziel will, muss der Kegel in die Richtung vom türkisfarbenen Symbol ausgerichtet sein. Und solltest du bei dir auf der Karte keine Symbole sehen können, würde ich dir dazu raten, mal komplett rauszuzoomen, indem du die jetzt markierten Tasten gedrückt hältst. Dadurch kannst du unter anderem auch immer im Voraus deine Routen planen. Und damit du nicht ständig auf den Kegel achten musst, kannst du auch Ziele markieren, indem du mit dem Steuerkreuz die gewünschte Stelle anwählst. Auf der PS5 musst du jetzt beispielsweise für die Markierung nur noch die X-Taste drücken. Und nachdem du das gemacht hast, kannst du jetzt oben in der Mitte sehen, ob du in die richtige Richtung läufst oder nicht. Abgesehen von den normalen Markierungen kannst du auch Hauptmissionen und optionale Ziele anpingen, wie in meinem Falle die illegale Übertragung. Das waren jetzt auch schon die wichtigsten Infos, welche du für die Karte kennen solltest. Markierungstechnisch war es das aber noch lange nicht, denn auch in der Open World kannst du verschiedene Dinge wie beispielsweise Gegner mit R1 anpingen. Und vor allem, wenn du mit anderen Spielern zusammenzockst, ist das natürlich eine feine Sache, da du auf diese Weise einfacher beschreiben kannst, wo sich die Gegner befinden. Und nachdem du dich jetzt karten- und markierungstechnisch auskennst, geht es als nächstes mit den Waffen weiter. Die wichtigste Info für dich gleich zu Beginn: Du solltest immer darauf achten, deine Magazine möglichst leer zu schießen, da du beim Nachladen immer die restlichen Kugeln im Magazin wegwirfst. Deshalb würde ich dir auch generell immer dazu raten, das Magazin erst zu wechseln, sobald du dich im roten Bereich befindest. Zusätzlich ist es vielleicht für dich noch interessant zu wissen, dass du sogar sehen kannst, wie viele Kugeln sich aktuell im Magazin befinden, indem du die Taste gedrückt hältst, mit welcher du immer nachlädst. Neben der Muni-Angabe kannst du hier übrigens den Feuermodus, die Taschenlampe oder den Zoom von Visieren einstellen. Außerdem gibt es hier bei bestimmten Waffen die Möglichkeit, die Feuerrate ebenfalls einzustellen. Und bei meinem MG sieht der Vergleich dann folgendermaßen aus. Neben dieser Info ist es bei den Waffen noch wichtig zu wissen, dass die Kugeln nicht dort landen, wo sich der Punkt befindet, sondern dort, wo der Kreis zu sehen ist. Bei manchen Waffen wie der Hauptwaffe ist das überhaupt kein Problem, aber bei Waffen wie beispielsweise dem MG solltest du auf jeden Fall darauf achten, wo sich der Kreis befindet, um nicht unnötig Kugeln zu verballern. Des Weiteren ist es vielleicht noch für dich interessant zu wissen, dass du mit den meisten Waffen in die Ego-Perspektive wechseln kannst, indem du die R3-Taste auf der PS5 drückst. Und nachdem du einige Schusswechsel hinter dir hast, kannst du neue Munition, Granaten und Spritzen anfordern, indem du den Code für den Nachschub eingibst. Hier ist es übrigens noch
wichtig zu wissen, dass du dir den Nachschubpod mit deinen Teammates teilen musst. Das bedeutet auch, dass du ebenfalls 3 Minuten warten musst, wenn einer deiner Kollegen den Nachschub anfordert. Und das solltest du letzten Endes immer im Hinterkopf behalten, um nicht ohne Muni und Co. dazustehen. Den nächsten Tipp, wo ich für dich habe, ist, immer die Umgebung zu erkunden. Unter anderem solltest du hier dann nach Fahnen, Bunkern oder anderen Merkmalen Ausschau halten. Außerdem sagt dein Charakter immer bestimmte Sätze, wenn du dich in der Nähe von Sehenswürdigkeiten befindest. Das Ganze wird dir übrigens auch immer unten rechts im Bild eingeblendet. Und das Praktische an diesen Orten ist, dass du hier meist wertvolle Ressourcen wie beispielsweise Geld, Proben oder Medaillen finden kannst. Bei den Bunkern ist es sogar so, dass sich in diesen noch besserer Loot befindet. Um den Bunker aber letzten Endes öffnen zu können, musst du mindestens einen weiteren Spieler in deinem Trupp haben, da sich die Bunkertür nur zu zweit öffnen lässt. Nachdem wir jetzt den Bereich Erkundung abgehakt haben, geht es mit den Gameplay-Tipps weiter. Generell ist es in Helldivers 2 so, dass die Gegner auch bereits auf niedrigen Schwierigkeitsgraden taktisch vorgehen. Das bedeutet, dass diese unter anderem auch von verschiedenen Seiten gleichzeitig angreifen werden, wodurch du auch immer wieder mal nach hinten schauen solltest. Und solltest du dann doch mal draufgehen, ist das überhaupt kein Problem, da das Spiel darauf ausgelegt ist, immer wieder mal drauf zu gehen. Wichtig ist es hierbei aber zu wissen, dass du nach deinem Spawn erneut deinen Todesspot aufsuchen solltest, da du durch den Tod deine Zusatzwaffe und die Proben fallen lässt. Und wie du deinen Todesspot einfacher finden kannst, werde ich dir gleich erklären. Davor habe ich aber noch einen weiteren Tipp für dich. Bei großen Gegnerhorden macht es auf jeden Fall Sinn, die Umgebung zu nutzen und wenn möglich, wie ich gerade im Video, auf einer erhöhten Position zu landen und erstmal den Bereich zu sichern. Hierbei ist es noch wichtig zu wissen, dass manche Gegner zu dir hochklettern können. Außerdem solltest du es mit der Höhe nicht allzu sehr übertreiben, da du nicht allzu große Stürze überlebst. Und nachdem der Bereich gesichert wurde, schaust du jetzt auf die Karte und suchst nach einem Waffen- und/oder Reagenzglas-Symbol. Und genau dort wird sich dann dein fallengelassener Loot befinden. Als nächstes würde ich dir bei gewissen Granaten dazu raten, diese nicht direkt zu werfen, sondern den Wurfknopf etwas länger gedrückt zu halten, da du auf diese Weise die Gegner direkt in die Luft jagen kannst, da die Granate direkt bei dem Aufprall explodiert. Und wenn du stattdessen die Granaten direkt abwirfst, entsteht oft das Problem, dass die Gegner zu weit von der Explosion entfernt sind. Des Weiteren ist es vielleicht noch für dich interessant zu wissen, dass du den Friendly Fire Modus nicht deaktivieren kannst. Das bedeutet letzten Endes für dich, dass du darauf achten solltest, wo du deine Luftschläge, Granaten und Co. hinwirfst, um keine Teammates aus Versehen zu killen. Und bevor es gleich mit den Evakuierungstipps weitergeht, würde ich dir noch empfehlen, in bestimmten Situationen den Sprung zu nutzen, um der ein oder anderen gegnerischen Attacke doch noch ausweichen zu können. Und hierfür musst du letzten Endes die Taste zweimal schnell hintereinander drücken, mit welcher du in Deckung gehst. Und mit dieser Info geht es jetzt mit der Evakuierung weiter. Bei dieser ist es so, dass du generell immer eine gewisse Zeit hast, bis du den Planeten verlassen musst. Das bedeutet aber nicht, dass du dich von dem Timer unter Stress setzen lassen musst. Du wirst also nicht instant draufgehen, wenn die Zeit abgelaufen ist. Wichtig ist es aber dennoch zu wissen, dass du nach dem Ablauf der Zeit keine weiteren Aktionen mehr anfordern kannst. Du kannst dir also keinen Versorgungspot mehr bringen lassen und wenn du drauf gehst, ist die Runde vorbei. Zusätzlich ist es vielleicht noch für dich interessant zu wissen, dass nach dem Ablauf der Zeit ein Shuttle automatisch zur Evakuierungszone geschickt wird. Und dieses solltest du dann auch wirklich verwenden, um deine Proben und Co. erfolgreich exfiltrieren zu können. Und was du mit den Proben, Medaillen und Co. alles anstellen kannst, zeige ich dir jetzt direkt als nächstes im Video. Im jetzigen Teil vom Menü angekommen, kannst du deine Credits für verschiedene Upgrades wie beispielsweise Waffen, Orbitalkanonen, Luftschlägen und viel mehr ausgeben, wobei ich dir dazu raten würde, das jetzt angewählte MG als erstes zu kaufen. Der Vorteil im Gegensatz zum Anfangs-MG ist natürlich, dass du das Stalwart-MG auch nachladen kannst, während du dich bewegst. Und somit kommen wir auch schon zu den Schiffsmodulen. Hierfür benötigst du die Proben, welche in 3 verschiedenen Qualitätsstufen unterteilt sind. Je nachdem, welche Proben du benötigst, musst
musst du dementsprechend den richtigen Schwierigkeitsgrad, wie vorhin bereits erwähnt, auswählen. Durch diese Upgrades kannst du dann letzten Endes die Magazinanzahl, Abklingzeiten und Co. verbessern. Und mit dieser Info geht es jetzt mit den Medaillen weiter. Hierfür hältst du die jetzt markierte Taste auf dem Schiff gedrückt, um in folgendes Menü zu gelangen. Die Medaillen kannst du dann im Bereich Kriegsanleihen für verschiedene Dinge wie Waffen, Emotes und Co. ausgeben. Und solltest du die Premium-Edition gekauft haben, erhältst du neben der normalen Kriegsanleihe zusätzlich noch eine weitere hinzu. Auch hier kannst du deine Medaillen für weitere Waffen, Rüstungen und mehr ausgeben. Und nachdem du die Gegenstände freigeschaltet hast, kannst du diese am jetzigen Spot ausrüsten. Neben den Waffen und Granaten kannst du hier die verschiedenen Rüstungstypen auswählen und vergleichen. Und vor allem bei den Rüstungen gibt es einige Unterschiede schon direkt zu Beginn. Neben den drei Grundarten, leicht, mittel und schwer, lohnt sich hier auf jeden Fall ein Blick in die passiven Boni. Und mit diesen Worten nähern wir uns auch schon dem Ende des Videos. Weitere Guides zu Helldivers 2 kannst du jetzt unten links im Video anwählen. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!